Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin. Mir fällt heute Morgen mein Text hier gar nicht ein für meinen Song, den ich sonst hier immer von mir gebe. Doch, jetzt kommt er. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Dieser Tag ist voller Freude und du darfst auch glücklich sein. Ich habe gerade gedacht, ich darf nicht so laut sein, weil ich weiß ja nicht, wie hellhörig das Hotel hier ist, in dem wir sind, und rechts und links noch welche schlafen und ich hier rumlärme. Deshalb mal ein bisschen leiser sein. Mir fällt gerade so eine Situation ein, als ich auf Bali war und aufgrund der Zeitverschiebung hatte ich nachts also nach balinesischer Zeit, um 2 Uhr für einen Kongress ein Interview gegeben und wir hatten so viel Freude und Spaß, dass wir halt einfach viel gelacht und geklatscht haben. Also ich habe natürlich vor meinem Computer gehockt und geklatscht und diejenigen, die mich da interviewt hatten, ein Ehepaar. Ja, und am nächsten Morgen kam dann die Beschwerde von der Nachbarin, dass es so laut bei mir nachts war. Ich hatte zwar die Türen und alles zu, aber das war anscheinend doch alles so hellhörig dort. Ja, das fällt mir jetzt gerade ein. Okay, also, ja, wir sind ja seit gestern Abend hier in Berlin. Und als wir gestern Abend hier ins Parkhaus sind, Auto abgestellt hatten, wir waren 8 Stunden unterwegs, aber ganz gemütlich. Also wir sind jetzt nicht über die Autobahn gerast, hatten auch noch ein Päuschen zwischendrin gemacht. Da ist mir, oder überhaupt, wenn ich so in den Straßen unterwegs bin, liebe Gabi, wunderschönen guten Morgen. Und ich die Menschen so beobachte. In mir kommt dann irgendwo immer so ein bisschen ein Bild auf, dass die Masse wie so eine Marionette durch das Leben läuft und sich gar nicht ihrer wahren Kraft, Größe, Stärke bewusst ist, dass sie einfach mal, dass jeder Einzelne von uns, also auch du und ich, jeder, ja wirklich mal hierher gekommen ist mit einem Seelenplan, sich mal vorgenommen hat, irgendetwas hier zu verwirklichen. Und dann verhalten wir uns letzten Endes hier so. Ich will jetzt nicht irgendwie in niedrig schwingende Energien abtauchen oder so, aber ich möchte das einfach nur mal bewusst machen. Wir verhalten uns hier so, als hätten wir keine andere Wahl, als würde morgens jemand da stehen, mal metaphorisch gesprochen, mit der Pistole am Kopf. Du machst jetzt die und die Dinge heute, ob sie dir Freude machen oder nicht, aber du hast es bitteschön zu machen. Und wir fühlen uns da so ausgeliefert zu so vielen verschiedenen Situationen im Leben. Aber das ist ja nicht so. Jeder von uns selbst entscheidet ja Tag für Tag. Eigentlich meist auf unbewusste Art und Weise eben, und das meine ich mit den Marionetten, wie er sich den Tag gestaltet. Und ich habe da gestern auch mal in die Gruppe hier reingepostet, was bedeutet es für dich, deinen Seelenplan zu entdecken. Und da hat eine geschrieben, das, was ich tief in mir spüre, was mich ruft, auch wahrzunehmen und dann natürlich auch umzusetzen und in meinem Leben sichtbar zu machen. Und die hat das so wunderbar auf den Punkt gebracht. Es geht darum, wirklich tief in sich zu spüren, was dein Ding ist, was dich ausmacht. Wunderschönen guten Morgen, liebe Evelyn. Was dich ausmacht, dich daran zu erinnern, was denn das ist, was du dir mal vorgenommen hast. Eigentlich als Seele, als du inkarniert hast hier in diesem Körper, als du hierher gekommen bist auf diese wunderschöne Mutter Erde und dann aber auch dir deiner Schöpferkraft wieder bewusst zu sein, dass du selbst diejenige bist, die sich das Leben gestaltet, die sich dein Leben gestaltet. Bitteschön, niemand anderes. Und das ist mir gestern auch noch mal so bewusst geworden. Wir sind auch so ungeduldig unterwegs. Ich meine, ich gehöre eigentlich auch so dazu. Ich weiß, wie man Geduld schreibt, aber wenn ich so Ideen habe, ich habe es dann oft gerne auch über gestern als morgen umgesetzt.
Aber im Hinblick auf das Leben haben wir uns gestern Abend, als wir hier in Berlin unterwegs waren, auch noch mal dran erinnert. Wir hatten, das ist bestimmt aber schon so, ist eine 10 Jahre, 8 Jahre, so um den Dreh her, mal eine Reportage gesehen von einem Ehepaar, das, wo die gewohnt haben, weiß ich nicht mehr, aber die hatten so einen Draht zu Berlin und hatten dann einfach mal so die Entscheidung getroffen, dass sie mehrere Wochen im Jahr, gerade wie es ihnen so passt, sich hier in Berlin aufhalten. Und man hat sie dann eben hier in Berlin begleitet. Die hatten dann auch hier, ich glaube damals, das war so ein Tango-Tanzkurs mitgemacht und solche Dinge. Aber unterm Strich ist es ja egal, was die hier gemacht haben. Nur damals weiß ich noch genau, das möchte ich dir damit einfach mit auf den Weg geben, dass das mein Mann und mich so angesprochen hat. Sich dort dann aufzuhalten, wo es einem gerade gefällt. Und das hat so in mir auch rumort, diese Variante, dieser Gedanke, dort zu sein, wo es mir gerade gefällt. Sei es jetzt in Berlin oder in Österreich oder in Bali oder egal wo auf dieser Welt. Und ich wusste damals nicht den Weg dahin. Ich wusste nicht, wie soll das funktionieren und schon gar nicht, wie soll das finanziell funktionieren. Aber tief in mir habe ich gespürt, das ist genau das, was ich gerne möchte. So möchte ich leben. Ich möchte mich dort aufhalten, wo es mir gerade gefällt. Und wenn ich aus dem Fenster gucke und denke, ich bin ja schon jemand, der schon gerne im Warmen ist, mir ist das hier jetzt einfach zu kalt. Ich will jetzt einfach mal irgendwo sein, wo es wärmer ist, dass ich dann die Entscheidung treffen kann, ich buche jetzt einfach mal Flüge und dann sind wir halt einfach mal weg. Und ich hatte damals keinen blassen Schimmer, wie das funktionieren soll. Aber tief in mir wusste ich genau, das ist mein Lifestyle, den ich gerne hätte. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich habe jetzt auch so den Gedanken in mir gehegt, wenn andere Menschen das sich verwirklichen können, wenn für andere das möglich ist, warum soll es nicht für mich möglich sein? Und diesen Gedanken möchte ich dir auch mit auf den Weg geben. Was für andere möglich ist, warum soll es nicht für dich möglich sein? Das Einzige, was sich davon abhält, ist, die Entscheidung zu treffen, endlich dein Ding zu finden, was deins ist. Und dann bitteschön auch alles für möglich zu halten, alles auch für möglich zu halten. Auch für dich ist alles möglich. Und das heißt dann, dass du dich grundsätzlich auch auf den Weg begibst in diese Richtung. Schritt für Schritt hier in deinem Köpfchen aufräumst. Es ist ja nicht so, dass ich bis heute erleuchtet bin oder so, dass ich frei hier nur Gedanken denke, die förderlich sind. Aber ich merke es recht schnell und schaue auch immer drauf, was ich in mein Gehirn reinlasse. Also ich habe mir so meine eigene Pipi-Langstrumpf-Mentalität, nenne ich es gerne, auch erschaffen. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und diese 8 Stunden Autofahrt, wo wir gestern hier nach Berlin unterwegs waren, das praktizieren wir schon seit Jahren so. Wir haben da kein Radio laufen und da ziehen uns Nachrichten unterwegs rein, sondern wir haben dann immer Hörbücher dabei, mit Dingen, wo wir unser Gehirn auf eine bewusste Art und Weise dann füttern, weil diese Zeit dann auch im Auto unterwegs zu sein, das mache ich auch, wenn ich alleine unterwegs bin. Auch wenn ich mit dem ÖPNV mal unterwegs bin, alleine. Ich habe meinen MP3-Player dabei und habe hier meine Mantren dann auf den Ohren. Ich rede jetzt von der längeren Zeit, wenn ich, keine Ahnung, mit dem Zug am Donnerstag ist das, glaube ich, Mittwoch oder Donnerstag, weiß ich jetzt nicht. Fahre ich mit der Bahn nach Österreich. Und da bin ich eine längere Zeit unterwegs. Ich habe was dabei zum Lesen, aber ich habe auch meinen MP3-Player dabei mit Dingen, wo ich diese Zeit einfach nutze, statt mir irgendwelchen Gedanken nachzusinnieren oder meinem Gedankenkabarett freien Lauf zu lassen. Das ist ein Training. Fütter ich mein Gehirn mit bewussten Dingen. Das ist wie so eine Gedankenhygiene. Wir duschen uns ja auch morgens und pflegen unseren Körper und reinigen den. Und so geht es auch darum, das Gehirn zu reinigen, um es mal so auszudrücken. Wenn ich jetzt von Gehirnwäsche rede, dann hat das hier bei uns so ein bisschen einen Touch Gehirnwäsche. Aber letzten Endes,
der Mainstream, der da draußen rumläuft, wie Marionetten. Ist auch eine Art von Gehirnwäsche. Du bist hier in der Gruppe. Du willst mehr aus deinem Leben machen. In dir ist auch der tiefe Wunsch, hey, das Leben, das darf auch einfacher sein. Das darf ich mir doch auch nach meinem Herzen gestalten. Da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben. Deshalb bist du hier in der Gruppe und das ist allein schon das Indiz dafür, dass du dich abhebst vom Mainstream. Und du musst jetzt noch nicht ganz genau wissen, wie genau die einzelnen Schritte sind. Grundsätzlich begibst du dich auf den Weg. Der Weg ist das Ziel und dann werden dir Dinge nach und nach auch in dein Bewusstsein kommen, wie du dir diesen Weg dahin ebnen kannst. Und dann schaust du zurück und denkst, oh, ich habe mir ja jetzt mein Leben schon zum großen Teil so erschaffen, wie es meinem Herzen entspricht. Ja? Und so bist auch du auf dem Weg und hebst dich jetzt schon ab, das darf ich dir mal zu deiner Rückenstärkung geben, von der Masse, von, und das ist auch keine Bewertung und Beurteilung, es ist alles gut so, wie es ist, nur jeder entscheidet ja selbst. Nur die Masse ist sich dessen einfach nicht bewusst, auch das ist gut so, wie es ist. Also keine Bewertung oder Beurteilung meine ich darüber, aber du gehörst einfach zu denjenigen, die mehr aus ihrem Leben machen möchten. Und deshalb möchte ich das so eindringlich dir jetzt mal ans Herz legen, dass du selbst wirklich immer entscheidest. Und deshalb ist es auch so hilfreich zu schauen, was du tagtäglich in deinen Kopf reinlässt und dich auch immer und immer wieder beobachtest, was es in dir denkt. Und was da einfach auch hilft, um langfristig anzufangen, wirklich anders zu denken und andere Glaubenssätze zu implementieren, ist, sobald du merkst, dass dir Gedanken durch den Kopf schwirren, die dich nicht deinem idealen Leben weiterbringen, dass du einen Gedankenstopp machst, dass du diese änderst und jeden einzelnen Gedanken immer und immer wieder umformulierst, nämlich so, wie er dich dorthin bringt, wo du wirklich hin möchtest. Das ist auch wie ein Training anzusehen. Das funktioniert nicht, wenn du es einmal gehört hast. Das hat auch bei mir nicht funktioniert, als man mir das zum ersten Mal gesagt hat. Und dann findet man sich irgendwann wieder im Drama und merkt, hey, was geht denn jetzt in meinem Kopf vor? Mir geht es ja gerade schon wieder total schlecht. Mir ist zum Heulen zumute. Ich fühle mich gerade wieder total depressiv oder vielleicht zeigt der Körper auch schon Reaktionen, was auch immer. Ich kenne das alles nur aus meinem eigenen Leben nur zu gut. Aber in dem Moment, selbst wenn du dich ganz, ganz tief nochmal unten empfindest, dass dir einfach zum Weinen zumute ist und du so in der Situation bist, was bin ich für ein armes Würstchen? Ich würde doch gerne anders, aber es funktioniert nicht. Sobald solche Gedanken da sind, du kannst sofort einen Gedankenstopp machen, sobald du das merkst und kannst dich dafür entscheiden, wieder anders zu denken, deine Gedanken wieder in eine andere Richtung zu lenken. Oder du kannst dich, das geschieht meist unbewusst natürlich, ich möchte dich ja hier nur wachrütteln, dafür entscheiden, ich bleibe jetzt in diesen dramatischen Gedanken drin, im wahrsten Sinne des Wortes, dramatische Gedanken, im Drama drin. Du selbst entscheidest und du kannst dich auch auf Fingerschnipp quasi dazu entscheiden, so jetzt ist Schluss mit diesem Drama, mit diesen Mangelgedanken, ich ändere jetzt sofort wieder diesen Gedanken und fange an so zu denken, wie es mich wirklich in die Richtung bringt, wo ich eigentlich hin möchte. Und unser Kopf, unser Ego, unser Denker, ich weiß genau, wie das ist, der ist da manchmal so, und das ist verrückt, so kräftig am Werk, dass er eigentlich verhindern will, dass wir anfangen, anders zu denken, so wie es unserem Herzen entspricht. Dass wir jetzt im Moment aufhören, so zu denken und uns im Drama drin befinden und depressiv fühlen oder total traurig oder keine Ahnung, was dein Ausdruck dafür ist, wie du dich fühlst, wenn es dir nicht gut geht. Du kannst jederzeit entscheiden und der Denker, der will einen da manchmal so das Ego davon abhalten.
Und dann kostet es manchmal so ein bisschen auch, ja, wie so ein innerer Kampf fast mit sich selbst zu sagen, hey, jetzt cut, jetzt fange ich an, anders zu denken. Und dann ist es natürlich auch hilfreich, wenn es ganz, ganz heftig ist, was weiß ich, dass man sich dann eine Musik auflegt, die man gerne hört, oder seine Metapher, sein Vision Board, sein ideales Leben sich vor Augen hält, irgendetwas anschaut, was einen in eine andere Stimmung versetzt. Oder sich bewegt, wer sich bewegt, bewegt etwas, Lieblingsmusik auflegen und mal tanzen und frei schütteln von all den Dingen, die einen belasten und, und. Und eine, ich weiß ja auch, wie viele, und das war ja bei mir auch mal nicht anders, wie viele es sich schwer tun, so herauszufinden, was ist genau so mein Ding. Und einen Satz, der mir da gestern auf dem Weg hierher nach Berlin begegnet ist, den ich ja auch hier in die Gruppe gepostet habe, den möchte ich dir jetzt hier auch noch mal ans Herz legen. Stell dir mal vor, du wachst morgens auf und du kannst dich an nichts mehr erinnern. Du wachst morgens auf und du kannst dich an nichts mehr erinnern, wie so Format C auf dem Computer. Alles ist neu und du beginnst wieder alles neu zu entdecken. Vielleicht hilft dir dieser Gedanke, noch mehr Klarheit zu bekommen, was dein Ding ist, was dein Seelenplan entspricht, wie dein Leben wirklich auszuschauen hat. Wenn du morgen früh aufwachen würdest und kannst dich an nichts mehr erinnern, was würdest du dann tun? Wie würdest du dir dein Leben gestalten? Vielleicht magst du mit diesem Satz mal so ein bisschen schwanger gehen. Vielleicht magst du dir heute auch mal Zeit nehmen und dich ein Stündchen irgendwo zurückziehen, am besten in der Natur. Für mich ist der Wald in der Richtung immer so inspirierend, mich zurückzuziehen, auch abzugehen vom Weg, so richtig mitten rein, mir was mitzuholen, wo ich mich draufsetzen kann und was zum Schreiben mitholen und es da einfach mal fließen lassen. So ganz neugierig. Was würdest du tun, wenn ein absoluter Neustart da wäre? Wie würdest du da leben? Wo würdest du leben? Mit wem würdest du leben? Würdest du dann immer noch die Dinge machen tagsüber, die du jetzt machst, oder würdest du etwas anders machen? Wir merken ja manchmal gar nicht, wie vieles wir tagsüber machen, was nicht wirklich unserem Herzen entspricht, was wir uns aber ja im wahrsten Sinne des Wortes einreden. Ich habe ja keine andere Wahl, weil. Also was wäre, wenn du morgen aufwachst und kannst dich an nichts mehr erinnern und fängst ganz neu an? Sehr gut, liebe Gabi, dass du mit dieser Frage jetzt dran bist. Sehr, sehr schön. Und diejenigen, die heute im Laufe des Tages hier sich die Aufzeichnung anschauen. Ich glaube, die meisten von euch hier betrifft das und ich glaube, das ist eine sehr, sehr hilfreiche Frage, mit der du jetzt einfach mal schwanger gehen darfst. Okay? Gut, dann würde ich gerne noch so, und das ist da auch sehr hilfreich, so eine kleine Wahrnehmungsübung nochmal mit dir machen, weil wir ja so sehr auch im Außen immer orientiert sind. Und das ist ja auch gerade die Hürde, die uns davon abhält, uns selbst, unsere Wünsche, unser Herz, aber auch unseren Körper wahrzunehmen. Und da schließen wir jetzt mal gemeinsam die Augen. Nehmen mal zwei, drei tiefe Ein- und Ausatmungszüge, gerne durch den Mund ausatmen. Die Schultern sinken lassen. Lass dich in deinen Körper sinken. Nimm über deine Füße Kontakt zur Mutter Erde auf, die dich nährt und trägt, die uns nährt und trägt, die immer für uns da ist. Nimm die Sitzfläche wahr, die dich trägt. Vielleicht magst du gerne auch die Entscheidung treffen, dich jetzt ganz bewusst tragen zu lassen.
Lass dann den Atemstrom durch deine Nase ein- und ausströmen. Folge dem ganz natürlichen Impuls, wie der Atemstrom durch deine Nase ein- und ausströmt. Und stell dir auch gerne vor, wie du jetzt die Energien der Ruhe, des Friedens und der Stille einatmest. Du kannst es auch gerne machen mit den Gedankenenergien. Ruhe, Frieden, Harmonie und Gesundheit atmest du ein. Und erlaubst diesen Energien sich auszubreiten. Ruhe, Frieden, Harmonie und Gesundheit atmest du ein und erlaubst diesen Energien sich auszubreiten in deinem gesamten physischen Körper. Und mit weiteren Einatmungszügen kannst du diesen Energien auch gern erlauben, über deinen physischen Körper hinaus zu strömen in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Und dann lade ich dich ein, jetzt mal ganz liebevoll deinen Körper wahrzunehmen. Nimm mal ganz liebevoll deinen Körper wahr. Und ich lade dich dazu ein, dir vorzustellen, oder dich dem Gedanken vielmehr zu nähern, zu öffnen, dass du ein unendlich großes Wesen eigentlich bist, in deinem Kern, ein Teil des Ganzen, ein Teil des großen Ganzen, das sich entschieden hat, in diesem deinen jetzigen Körper zu inkarnieren. Dass du aber in Wahrheit unendlich groß bist. Und so lade ich dich jetzt mal ein, mit diesem Gedanken deiner unendlichen wahren Größe, dir jetzt mal vorzustellen, wie du mit deinem Bewusstsein über deinen physischen Körper hinausgehen kannst mit deiner Wahrnehmung, wie du dich über deinen physischen Körper hinaus ausbreiten kannst mit deinem Bewusstsein, ausbreiten kannst in den Raum, in dem du dich gerade befindest. Stell dir mal vor, du nimmst den Raum, in dem du dich gerade befindest, mit deiner ganzen Präsenz ein. Spür mal hinein, wie sich das anfühlt für dich, mit deiner Wahrnehmung über deinen physischen Körper hinauszugehen. Den ganzen Raum, in dem du dich befindest, mit deinem Bewusstsein einzunehmen, mit deiner ganzen Präsenz. Atme und nimm wahr. Dann lade ich dich ein, dir auch vorzustellen,
du mit deiner ganzen Präsenz auch über den Raum, in dem du dich befindest, hinaus strömen kannst, hinausströmen kannst mit deiner Wahrnehmung in diese unendliche Weite und Größe des Universums. Einfach mal vorstellen, wie du dich unendlich groß ausweiten kannst mit deinem Bewusstsein. Dann fühl mal, wie sich das für dich anfühlt. Ist da eine Enge da oder ist da jetzt eine unendliche Weite zu spüren? Wenn irgendwo eine Enge zu spüren ist, dann stell dir einfach vor, wie du diese Enge jetzt ganz einfach durchfluten kannst. Und dich unendlich groß und weit machen kannst, wie du der Weite einen Raum in dir geben kannst. Sehr schön. Und fühl noch einmal hinein, wie sich das für dich anfühlt. So in dieser unendlichen Größe zu sein, die du eigentlich bist, unendlich groß. Und vielleicht magst du auch jetzt noch ganz bewusst die Entscheidung zu treffen, deine wahre Größe, deine unendliche wahre Größe, immer mehr und mehr mit deiner gesamten Präsenz einzunehmen. Lass dann gerne jetzt auch noch mal in dieser unendlichen Größe, in der du dich gerade befindest, die Frage auf dich wirken: Was wäre, wenn ich jetzt ab sofort mein Leben nach meinem Herzen gestalten könnte? Wenn ich jetzt ab sofort einen Neustart machen könnte, was würde ich da tun? Lass mal so die ersten Impulse in dein Bewusstsein. Sei mal ganz neugierig, was da kommt. Was wäre, wenn ich neu starten könnte, wenn ich mich morgen an nichts mehr von heute und aus meiner Vergangenheit erinnern könnte? Wie genau würde ich mein Leben dann gestalten? Einfach mal wahrnehmen, was da so an Ideen, an Gedanken in dein Bewusstsein kommt. Sehr schön. Und dann nimm noch mal einen tiefen und bewussten Atemzug. Und komm wieder zurück ins Hier und ins Jetzt. Dennoch auch mit dem Bewusstsein, auch wenn du jetzt zurückkommst ins Hier und ins Jetzt und wieder ganz in deinem Körper bist, ganz in dem Raum, in dem du dich jetzt physisch befindest, dass du dennoch gleichzeitig unendlich groß bist. Öffne nochmal deine Augen und komm wieder ganz zurück ins Hier und ins Jetzt. Und fühl dich hellwach, topfit und voll guter Energie. Sehr schön. Wunderbar. Ja, schreib mir doch gerne mal rein,
Nicht nur, wie es sich für dich angefühlt hat, mal so diese unendliche Weite, diese unendliche Ausdehnung über deinen Körper hinaus zu machen. Wenn es dir jetzt hier live nicht so gut gelungen ist, dann mach es gerne nochmal für dich alleine. Kannst du im Übrigen immer und immer wieder machen. Und schreib mir doch gerne mal rein, was deine Gedanken dazu sind, deine Impulse, die du bekommst. Wenn du aufwachst morgen oder plötzlich auf Fingerschnipp aufwachen würdest und dich an nichts mehr erinnern könntest, wie würdest du dein Leben gestalten? Ich meine jetzt nicht im Detail, musst du es ja hier nicht teilen, aber dass du grundsätzlich mal wertvolle Impulse bekommen hast, da bin ich sicher, dass du neue Ideen bekommst, wie dein Leben denn optimalerweise ausschaut. Ja? Okay. Gut, meine Liebe, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Morgen haben wir Sonntag, aber trotzdem werde ich um 7:15 Uhr auch auf die Gefahr hin, dass ich ganz alleine hier die Einzige bin, die dann schon wach, hellwach, topfit und voll guter Energie ist, in der Gruppe hier live sein. Du musst jetzt aber nicht morgen auf den Sonntag auch so früh aufstehen, wenn du das nicht möchtest. Steh gerne auf, wann dein Herz das möchte und schau dir dann eben entsprechend später die Aufzeichnung an, nur von unserem Tagesablauf morgen. Ich weiß nicht, ob ich zu einem späteren Zeitpunkt dann wirklich auch live gehen kann, wie wir da genau noch eingebunden sind zeitlich. Deshalb lieber 7:15 Uhr und freue mich natürlich sehr, wenn du dabei bist. Sehr schön, liebe Gabi, das freut mich. Und ansonsten dann eben die Aufzeichnung. Okay? Hab einen wunderbaren Tag. Ich schicke dir ganz, ganz viel Licht und Liebe, eine ganz liebe Umarmung. Hab die Sonne im Herzen. Hier ist auch strahlend blauer Himmel in Berlin gerade. Und genau, bin in Gedanken bei dir. Bis dahin. Tschüss.